Mit dieser fundamental-ontologischen Frage setzt Heidegger also ein. Und dabei ist für ihn die Ausgangsannahme, dass das Dasein, das menschliche Dasein, das Seiende ist, dem es in seinem Sein um dieses Sein selber geht. Das steht in einem der ersten Paragraphen von seiner Zeit. Also wenn wir dieses Rätsel, dieses Mysterium des Seins erkunden wollen, erfassen wollen, dann müssen wir den Spuren, dem Richtungssinn des eigenen Daseins nachgehen. Das bedeutet nicht eine egologische Philosophie, sondern es bedeutet eine Philosophie des Weltaufenthaltes. In seinen frühen Schriften, vor allem auch seinen Vorlesungen, hat er von einer Aufenthaltsdeutung gesprochen, der Heidegger. Und seine Philosophie beginnt ja am Ende des Ersten Weltkriegs, nach diesen großen Katastrophen, wo er einen neuen Stand im Denken zu finden sucht. Übrigens, meine Damen und Herren, der Erste Weltkrieg war wirklich, das ist so das einmal eins der Ideengeschichte der Moderne in der Mitte Europas, für alle Kulturnationen, die Jahrhundertkatastrophe. Da war es natürlich für die Deutschen klar, aber war es auch für andere Völker. Dieser Begriff von der Jahrhundertkatastrophe stammt von George F. Kennan, einem der klügsten amerikanischen Analytiker, wie wir sie heute in unserer sehr gestörten und bedrohten Welt auch bräuchten. Nun ja, Heidegger kommt aus dieser Situation heraus und er fragt sich, wo steht das Denken, wo steht die Philosophie? Sie steht in einer Mitte, sie steht eigentlich zwischen zwei Mühlsteinen, Weltanschauung und positiver Wissenschaft. Weltanschauung, die ideologisch ist, die uns immer eine Festlegung bietet, die letzten Endes nicht diesem Dasein gerecht wird, und einer Wissenschaft, die funktional oder historistisch arbeitet. Und da bricht dann diese Frage auf, die Heidegger auch selber als Gigantomachia des Usias verstanden hat, als den Gigantenkampf um das Sein. Das große Thema von seiner Zeit wird von hierher angegangen, das wird angegangen dann in den Fragen des Weltzugangs, das Primäre, wenn das Primäre die Bedeutung ist, dann heißt das auch, dass alle wissenschaftlichen Funktionen und Modellierungen letztlich abkünftig sind von dieser Bedeutung. Und nun könnte man viel über Heideggers Herkunft sagen. Heidegger war ja Messners Sohn aus Oberschwaben, er hat die Glocken geläutet, spielt wohl auch eine gewisse Rolle bei seiner Zeitwahrnehmung, dass es die Zeit schlägt, dass es Zeit ist, dass das Denken immer in einer Zeitansage verwurzelt ist, die auch aus der Ewigkeit kommt. Ja, das hat bei Heidegger nicht die konstitutive Bedeutung gefunden, die es eigentlich verdient. Und dass damit zusammenhängend das Dasein hineingehalten ist in diese Seinsfrage. Fundamentalontologie war das Stichwort. Und da gibt es den berühmten Satz, den Sie bei Leibniz lesen können und auch bei Schelling: Warum ist Seiendes und nicht vielmehr nichts? Diesen Satz, der eigentlich das Rätsel, den Rätselcharakter des menschlichen Lebens artikuliert. Eine Warum-Frage als eine Grundfrage. Warum Seiendes und nicht vielmehr nichts? Es ist die Frage, die wirklich in die Abgründigkeit der Schöpfung hineinführt. Auch in den Glückszustand, den man erfahren kann, dass wir sind, dass da etwas ist und nicht nichts. Heidegger hat diesen metaphysischen Grundsatz, wie es sehr oft tut, in Bewegung gebracht. Er spricht da selber von Destruktion. Spätere Philosophen wie Derrida, Michel Foucault, gerade in Frankreich, sprachen von Dekonstruktion. Destruktion ist was anderes als Dekonstruktion. Destruktion heißt eigentlich, eine propositionale Satzwahrheit nehmen, aufzubrechen und zu zeigen, was darin liegt. Wie man eine Druse aufbricht und dann kommt vielleicht der Edelstein heraus, der Kristall. Vielleicht kommt, ich weiß nicht, ob es das Bild geologisch ganz korrekt ist, aber man haut etwas raus, auch aus einem Bergwerk, und dann kommt es zutage. Das ist die Destruktion, das ist die Suche Heideggers, diese Fragen neu zu beleben. Das heißt nun also,
Wenn wir beim Seienden bleiben, dann kommen wir nur in dieses Es ist etwas. Aber das Nichts, nicht vielmehr nichts, das Nichts ist eigentlich sehr verwandt dem Sein selber. Es ist das Nichts, ist das Unbestimmte. Und das Sein ist das Rätsel, das sich einer Definition entzieht. Also wenn ich in diese Frage, warum Seiendes und nicht vielmehr Nichts komme, dann komme ich gerade in die Bewegung von dem intentionalen, vielleicht funktionalen, bestimmenden Denken in ein Andenken in den Grund, in das Wesen. Und das ist etwas, was Husserl ja auch schon in seiner Weise gemacht hat, mit der Epoche, mit der Urteilsenthaltung, die zurückfragt in die Ur- und Grundformen, ja in die Leere und sogar in die Formlosigkeit. In seiner berühmten Antrittsvorlesung in Freiburg im Juli 1929, Was ist Metaphysik, hat sich Heidegger auf diese Frage konzentriert und diese Frage als eine philosophische Bewegung gezeigt. Und neben all dem vielen, was man aus Heideggers großem Werk lernen kann, ist auch ganz entscheidend und das eben auch eine Verbindung zu Husserl, dass Philosophie eine Haltung ist, ein Weg ist, eine Dynamik ist. Sie können und Sie müssen auch, wenn Sie sich damit beschäftigen, viele Philosophien kennenlernen. Aber vollziehen muss man es letztlich selber. Heidegger sagt auch, es kann ja keine Einführung in die Philosophie geben, sondern man wird in die Philosophie hineingeworfen. Man springt hinein in diese Warum-Frage und dann ist man schon mitten darin. In der Was-Frage und in der Warum-Frage, diese Was-Frage dann weiter spezifiziert. Heideggers Denken ist immer, bei allem, was auch die Schieflagen an Heideggers Leben und Werk sein mögen, ein fragendes Denken gewesen. Das stärker als bei Husserl. Husserls Denken war ein beschreibendes, abgehendes Denken. Bei Heidegger sind es die Fragen. Die Fragen, wenn man seine Vorlesungen liest, so wie er sie gehalten hat, sind ja auch aufgeschrieben, dann schließen diese Vorlesungen gerade am Ende, wo es richtig spannend wird, mit Fragen, mit einem ganzen Kataklysmus, einem Sturzbach von Fragen. Und der Leser und der Hörer, die Hörerin, die Leserin, wird nicht mit gewissen Thesen entlassen. Das ist ganz gegenläufig zu großen Tendenzen der analytischen Philosophie. Sondern er wird mit diesem Strudel von Fragen entlassen. Damit geht Heidegger auch noch einmal zurück in den Fragestrudel des Anfangs der Philosophie. Für Heidegger waren letztlich wichtiger, je älter er wurde, die Vorsokratiker. Das Denken von Heraklit, Parmenides, die Rätselworte, weil er bei diesen Vorsokratikern etwas sah, was in allen metaphysischen Bestimmtheiten gerade nicht mehr eine Rolle spielt. Das Offenhalten des Seinsrätsels. Aber er hätte genauso gut, und das ist vielleicht der ungedachte Heidegger, wo ich nicht sage, ich hole das jetzt für ihn nach, aber das ist doch in der Dimension sehr wichtig, auch zu Sokrates gehen können. Sokrates, der Fragen stellt, maieutische Fragen, diesen Wirbel aufwirft. Im Sinne seiner Fragekunst war Heidegger wirklich ein eminent dialogischer Denker. In meiner langjährigen und vor allem intensiven Beschäftigung mit Heideggers Nachlass habe ich das erst in den letzten 5, 6 Jahren wirklich gesehen, wie ihn diese Frage antreibt, was ist das Sein? Wie ist das Sein? Wie ist das Seiende im Ganzen? Wie ist das menschliche Dasein im Verhältnis dazu? Und ein fragendes Denken ist immer auch ein aporetisches Denken. Es setzt sich den Punkten aus, wo die Lösungen fehlen. Es bricht die Thesen auf. Und da kommen wir natürlich auch wieder auf Korrespondenzen im Verhältnis der Weltgeschichte der Philosophie. Sein und Nichts, naja, das ist eigentlich auch die große Herausforderung, der sich Hegel aussetzte am Beginn seiner Wissenschaft der Logik, auf der ja das ganze hegelische System beruht. Sein und Nichts, unendlich auseinander, unendlich different und zugleich
sehr eng verwandt, weil sowohl Sein wie Nichts in ihrer Verhältnislosigkeit absoluter sind, unbestimmte absoluter sind. Und dann kommt das Werden in der Natur, in der Geschichte, das uns zu Bestimmungen führt. Wie kommen wir vom Sein zum Nichts oder vor allem auch vom Nichts zum Sein? Aber Hegel und Heidegger haben gemeinsam diese Anfänglichkeit des Fragens thematisiert. Und ich würde sagen, dass das eine ganz große Leistung war, auch in dem Sinn, dass das Proprium, das Eigene der Philosophie wiedergewonnen wird. Husserl hat die Arbeit gemacht, sich mit dem Psychologismus, mit Weltanschauung, auch mit Historismus auseinanderzusetzen. Für viele Zeitgenossen damals und auch heute ist der Historismus ja gar nie in Frage gestanden. Wir haben nur diese historischen Relationen, die dann auch zu gewissen Relativismen von allem und jedem führt. Aber der Historismus hat große Grenzen, Erkenntnisgrenzen, aber auch ethische Grenzen. Denn wenn alles in Analogien mit allem steht, dann kann das große Verbrechen und die Großtat, die positive Großtat, die können beide nicht wahrgenommen werden. Es ist dann alles irgendwie in einem großen Nivellieren, in einem Nivellement. Wenn man fragt, und das fragte man um 1920, nach diesem Ersten Weltkrieg, den Historismus mit historistischen Mitteln zu überwinden, ja, dann ist das sehr aporetisch, denn woher sollen diese Mittel der Überwindung kommen? Und Husserl geht nun den Weg zum Wesen in der Erscheinung. Heidegger geht den Weg zur fundamental-ontologischen Grundfrage der Bedeutung des Daseins in der Welt. Das sind zwei große Ansätze der Überwindung von Nihilismus und von Historismus. Heidegger würde allerdings sagen, Verwindung, nicht Überwindung. Man verwindet, wie man einen Schmerz verwindet.